Nun, ihr kommt früher, als ich dachte. Sie haben gewusst, dass wir kommen? Natürlich. Sind Sie ein Herzloser? Er sieht nicht so aus. Du meine Güte, nein. Ich heiße Merlin. Wie ihr seht, bin ich Zauberer. Ich reise viel. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Euer König hat mich um Hilfe gebeten. König Mickey? Ja, eben der. Donald, Goofy, und wer bist du, junger Mann? Ich bin Sora. Ah, ihr habt also den Schlüssel gefunden. Warum hat der König Sie gebeten? Einen Augenblick. Presto! Filibus, Hilibus, Hibadasum, Freske, Digitorium! So, euer König bat mich, euch in der Kunst der Magie zu unterweisen. Wir können jederzeit damit beginnen. Lasst mich wissen, wann ihr mit der Unterweisung beginnen wollt. Oh, und noch etwas. Hallo, ich bin die gute Fee. Euer König hat mich auch gebeten, euch zu helfen. Ich stehe euch während der Reise zur Seite. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber kommt jederzeit vorbei. Hallo, willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Hier mal direkt die blaue Triothek auslösen. Und alle. Flop! Hui! Schön war's. Bevor ich jetzt losfliege in andere Welten, will ich zuerst Magie üben. Es ist zwar nicht nötig, aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Was gibt es? Will Magie üben, also los geht's! Wie gesagt, ist nicht nötig, muss man nicht machen, aber zur Vervollständigkeit halber. Warum nicht? So, hier ist er wieder, der Merlin! Hier kann ohne Rücksicht auf MP Magie geübt werden. Merlin zauberhafte Möbel stellen sich als Ziel zur Verfügung. Sind die herumfliegenden Möbel zu lästig, können sie auch ruhig gestellt werden. Genug geübt, dann einfach Merlin ansprechen und beenden wählen. Du willst also üben? Jo, will üben. Welche Art von Zielen? Beweglich oder unbeweglich? Na, es ist eigentlich egal, ob beweglich oder unbeweglich. Also nimm mal die beweglichen. Los geht's! So, da kommen jetzt ein paar Ziele und die macht man einfach, ja, so. Was? Anzünden! Ja, und das bringt wirklich nicht viel, Leute, ernsthaft. Donald und Goofy schon zu, die sind ganz gechillt, ne? Aber, wie gesagt, das ist unnötig. Man kann da, bisschen üben, wenn man mit Magie sehr ungeübt ist, aber das lernt man wirklich so schnell, das braucht man nicht. Finde ich. Finde ich. So, also, los geht's! Eine große Reise steht bei uns bevor. Also, die Bücher hier ignorieren. Und nicht speichern. Ah, wo das sieht man speichern, ne? Und auf zum Gummichat! Wir haben schon gehört davon. Man kann ihn auch von alles erreichen. Und da sind wir im Gummichat. Bodenstation Ankmu! Der grüne Zerrei zeigt euren Aufenthaltsort! Mit dem Regen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen! Jawohl, der Kampflevel gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzen aus dieser Welt. Und desto schwerer ist das Ganze, ne? Ich finde da im Hintergrund richtig geil, wie sich da die Sterne bewegen. Und die Musik, die ist richtig geil. Und ich als Viereck drücken würde, dann würden wir jetzt Gummimücken kommen. Und das kann ich auch... Ja, zoomen kann man auch. Das kann ich ja auch zeigen. Also das Gummimenü, da kann man sein Gummischiff... aufwerten, das zeige ich aber dann später. Also hier sind unsere Schiffe und irgendwie ist gerade voll der Grafikpack hier. Naja, zurück. Normalerweise fragt er, ob er das Tutorium aufrüsten soll, aber da kann man sein Luftschiff aufrüsten, aber man braucht es nicht wirklich, Leute. Man kann mit dem Luftschiff, was man hat, wirklich durchspielen, das ist wirklich un... Also, wir gehen auf Reisen zum ersten Planeten oder Welt oder was auch immer, der einen Stern hat, zwei Sterne geht zwar auch, aber immer schön chronologisch, ne?
Also, los geht's! Mit dem Kuni-Chat reisen wir von Welt zu Welt. Das ist er, den Ball. Aber die Schiffe der Herrschers werden versuchen, uns zu zerstören. Deswegen muss der Kuni-Chat gekonnt gesteuert werden. Der Kuni-Chat wird mit der linken Analogstick gesteuert. Jo. Nach hinten legen lässt ihn steigen, nach vorne lässt ihn sinken. Das heißt, es ist ein bisschen verkehrte Steuerung, das geht schon. Die blaue Leiste zeigt die Energie an. Die man irgendwie nie braucht. Aber ja, vorsichtig, wenn der Energieverbrauch ist, ne? Weil dann, wenn die aus ist, kannst du nicht mehr schießen. Die grüne Leiste zeigt das Schild aus. Wenn das aus ist, dann heißt es zurück zur Abflugstelle. Nicht Game Over, sondern zurück zur Abflugstelle. Und jetzt schön im Takt. Dum, 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 dum. Auch meine Güte, ich bin ein bisschen aus Übung. So, einfach hier alles abknallen, was dann entgegenkommt. Am besten auch diese Dinge hier. Die geben einen solche Schutzschilder. Falls man so ein Schutzschild hat, dann löst das auf. Das ist eine extra Leiste. Aber die sehen wir eh nicht, von daher. Ich versuche das immer schön im Tag. Dum, 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 dum. Bisschen zu viel Buffers lieb gespielt. Ups. Nicht so viel verraten. Da 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 da. Die Musik ist geil. Und ja, die Luftschiffe der Herzlosen werden versuchen, euch zu schaden und eure Energie auf Null zu bringen. Ihr könnt alles zerlegen, was hier entgegenkommt, außer diese Kreise und die Wand da links und unten und rechts. Sie kann nichts zerstören. Und jetzt bin ich schon wieder im kritischen Bereich. Eieieiei. Was habe ich angestellt? Um seine Energie wieder, sein Schild wieder aufzuladen, sammelt man diese grünen Dinge, die in diesen Asteroiden stecken. Um Energie aufzuladen, sammelt man die blauen Dinge, falls man Energie verbraucht. Aber Anfang ist das irgendwie nicht wahr. Erst wenn man sein Gummischiff aufrüstet, dann ist es wichtig. Nur dann. Warum das Gummischiff von vorherin dann so viel Energie hat, ich weiß es nicht. Und da sind wir schon. Der Flug ist ziemlich chillig. Ja, da kann man sich zurücklehnen und mit der Musik schon abgehen. Oh yeah. Jetzt sind wir hier in einer neuen Welt. Und sie heißt Wunderland. Landen wir mal direkt. Man kann zurück auf die Weltkarte, falls man sich verflogen hat, aber passt schon. Was war das dann? Willkommen im Wunderland, oder auf Englisch Wonderland. Das wird ein Spaß. Ach, typisch Goofy. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Oh je, oh je. Ich bin hier, aber ich sollte da sein. Höchste Zeit, muss doch weit. Oh je, die Königin wird sich an meinen Kopf fordern. Dieses Märchen ist mehr oder weniger berühmt. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, welches es ist, aber die meisten werden es eh schon kennen. Ich mag das Märchen ernsthaft nicht so gerne. So, hier ist eine Tür. Da geht es wahrscheinlich weiter. Aber bevor ich da weitergehe, sehen wir hier hinten ist eine grüne Triotech. Die sollten wir uns merken. Denn dafür ist etwas. So, hier ist nicht viel. Da geht es auch nicht weiter. Wie ihr seht, da ist auch kein Speicherpunkt zum Zurückkehren. Das heißt, man muss hier sogar einen Ausgang finden. Ist das fies. Um weiterzukommen, einfach gegen die Tür hier rennen. Und dann wird sie schon geöffnet. Drei Türen sind es insgesamt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren das im Märchen. Ich glaube, das waren sogar mehr. Aber hier haben sie es halt reduziert. Ist ja klar, warum. Huh? Ein ganz kleiner Hase. War vorhin ganz groß. Okay. Das sieht interessant aus. Hier ist ein Bett. Okay, lassen wir mal Bett, Bett sein. Ah, da hinten heißt es Kaninchenbau. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Ja, hier sieht es interessant aus, finde ich. Ich meine, schauen wir uns mal um. Da oben ist ein Topf. Wasserhahn in extra Größe. Ein Haufen Bilder und über uns sehen wir zwei komische Lampen hängen. Naja, sollte hier herumhängen. Guten Tag. Oder auch nicht, was wie ist da los? Wie ist der so klein geworden? Gute Frage. Du bist einfach zu groß. Ah! Ach, nicht!
müsst ihr so laut sein? Ihr habt mich geweckt. Guten Morgen, gute Nacht. Ich brauche noch etwas Schlaf. Warte, was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum nimmst du nicht die Flasche da drüben? Okay. Ein Türknauf, der reden kann. Warum nicht? Gut, um klein zu werden, eine Flasche trinken, machen wir mal. Bin ja gerade durstig. Und dann wird man schon klein, 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 kleiner. So, sind wir kleiner geworden, jetzt können wir durch die Tür. Und es kommen schon Herzlose! Wuhu! Es sind neue Herzlose dabei, die roten. Wenn man die nebenbei anzündet, dann heilen sie die. Heilen sie sich. Punkt. Ja. Ah, und schon wieder im kritischen Bereich. Ach ja, das werden wir doch hier auch mitbekommen. Oder so ähnlich. Jetzt wissen wir mal, was passiert, wenn man auf 0 HP zurückgeht. Da kommt dieser Bildschirm mit Weiterspielen oder Spielladen. Wenn man weiterspielen drückt, dann kommt man sofort in den Raum raus, wo man zuletzt gestartet hat. Bei Spielladen ist es ja klar, beim letzten Speicherpunkt. Wollte ich mal zeigen. Ja, so ungefähr. So, aber ein Level will ich schon haben, ne? Wieder mal. Es wird Zeit. Beim letzten Boss habe ich ja 2 Level gekriegt. Das war ganz schön hart. Natürlich haben diese roten Herzlosen auch eine Magieschwäche, aber nicht Feuer. Sondern eine Magie, die wir noch nicht haben. Ah, weg mit dir. Für dich gibt's auch einen Erfahrungspunkt. Es geht also. Juhu! Weg mit euch, Freunde! Oh, Fraps. Ich nehme noch gar nicht so lange auf. Aber ernsthaft, Leute. Wir kommen so nicht weiter. Mega-Eater mal. Obwohl ich das nicht brauche. Jo, ich komme so nicht weiter. Man könnte jetzt zwar als alle Herzlosen besiegen, aber ich lasse es mal. Ich kann nicht trinken, während der Kampf ist. Das ist fies. Da warte ich mal. Wir können ein bisschen bei der Musik lauschen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die bei vorkommt. Bei Märchen. Wie gesagt, nicht so oft geschaut, nur ein einziges Mal und das hat mich nicht interessiert. Die meisten werden es eh kennen. So, trinken, trinken, trinken. Und um weiterzukommen, muss ich dieses Bett hier hineindrücken. Bing! Natürlich habe ich das gewusst, Leute. Ich wollte euch nur mal zeigen, was passiert, wenn man kleiner wird. Und ja, ich sollte eventuell zurückgehen, denn ab jetzt, glaube ich, ist hier ein Speicherpunkt hinten, ne? Ja, hier ist ein Speicherpunkt. Der kreiselnde. Kann man speichern, Gummichat wieder betreten und wieder voll HP und MP aufladen. Das habe ich gerade gemacht. Ich will ja nicht andauernd im kritischen Bereich sein. Obwohl, das wird hier noch sehr, sehr oft vorkommen, habe ich das Gefühl. So, wieder kleiner werden. Ich könnte natürlich jetzt probieren, durch die Tür zu gehen, aber die wird uns nicht durchlassen. Das kann ich jetzt schon sagen. Wenn mich da jetzt anspricht, dann... Die schläft nur. Und man kann da nicht... durch. Geht nicht. Auch wenn es heißt, das Schlüsselschwert macht jede Tür auf, der hier nicht. Komisch ist er so. Das heißt, man muss hier weiter. Durchs Herztribunal, wie sie hier heißt. Jetzt kommt gleich eine Szene. Das hohe Gericht tagt! Ich vor Gericht? Aber warum? Ihre Majestät, die Herzkönigin, führt den Vorsitz. Das Mädchen ist schuldig. Da besteht kein Zweifel. Die Begründung ist, weil ich es so sage, deshalb... Das ist unfair! Nun, hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Natürlich. Ich habe absolut nichts Falsches getan. Du bist die Königin, aber das gibt dir nicht das Recht,
so gemein zu sein. Ruhe! Du widersprichst mir? Hey Jungs, wir sollten ihr helfen. Ja, aber wir... Dies ist eine fremde Welt. Das heißt, wir würden uns einfischen. Genau. Und das ist gegen die Regeln. Das Gericht befindet schuldig in allen Punkten. Schuldig der Beleidigung und des versuchten Diebstahls meines Herzens. Ab mit dem Kopf! Nein, nein, bitte nicht! Halt, aufhören! Wer bist du? Du wagst, meine Verhandlung zu stören? Entschuldigung, aber wir kennen den wahren Schuldigen. Oho, das sind die Herzloben. Jedenfalls ist sie nicht diejenige, nach der ihr sucht. Das ist Unsinn. Hast du Beweise? Bringt mir Beweise für Alice Unschuld. Sonst heißt es, ab mit all euren Köpfen! Zahlt so viele Beweise, wie ihr wollt. Es hat mir recht, sobald ihr was weiß seid. Jo, hier herrscht ein bisschen Monarchie. Ein bisschen. Aber das Mädchen ist auch irgendwie interessant. Meint zuerst, sie ist die Königin und ist das kein Grund, zum gemein zu sein. Doch, das ist eine Monarchie. Da hat sie... Ach, egal. Monarchie ist halt schon ein bisschen gemein, ne? Ein bisschen. Jo, wir sind hier nämlich bei Alice im Wunderland. Die meisten haben es wahrscheinlich schon gemerkt. So, dass ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist ja das Tagebuch, ne? Von Jiminy Grille. Da können wir auch mal gleich reinschauen. Da steht, wie viel Trio-Text wir schon gefunden haben. 4 von insgesamt 17, wobei ich alle noch nicht erreichen kann, was ich interessant finde. Dann die Charaktere können wir nachlesen und die Handlung des Spiels von uns, was wir bis jetzt durchgemacht haben. Das können wir ein bisschen durchlesen gerade mal, wenn wir schon hier sind, bei Chillig Musik. Geboren auf einem kleinen Eiland baut er zusammen mit seinen Freunden Kairi und Rico ein Floß, um die Welt weiter zu erkunden. Woher weiß Jiminy das? Anscheinend hat Tosora ihm das erzählt. Eines Tages trifft er auf eine mysteriöse Gestalt, die von der anderen Seite der Tür gekommen war. In dieser Nacht nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ein schwarzer Ball hüllt die Insel in Dunkelheit ein, in der zuerst Riku und dann auch Kairi vor Soras Augen verschwinden. Sora hält plötzlich ein mysteriöses Schwert in Form eines Schlüssels in der Hand, mit dem Wacker gegen die Mächte des Dunkeln kämpft, bevor die Insel vollends von der Dunkelheit eingenommen wird. Zur selben Zeit herrscht in Schloss Disney großer Aufruhr. König Mickey ist fort und Donald Goofy begeben sich auf die Suche nach ihm. Ein Brief des Königs ist ihr einziger Hinweis. Sora erwacht in einer unbekannten Stadt. Es ist die Stadt Traverse, in der auf Leon, Aeris und Yuffie trifft, die Nachforschungen zu den Herrschaften anstellen, deren Untaten die Welt in Angst und Schrecken versetzen. Von ihnen erfährt er, dass sein Schwert der Schlüssel zu allem ist. Mit Donald Goofy begibt Sora sich auf Abenteuer. Oh je. Und ja, jetzt steht halt da, was wir bis jetzt durchhaben. Ich werde alles nochmal durchgehen, wenn wir alles haben, Leute. Das wird sehr lange dauern. Und hier können wir auch unsere Charaktere nachlesen, die wir bis jetzt gesehen haben oder die wir kennen. Sonst Sora zum Beispiel. Sora, ein fröhlich aufgeregter Junge, der sich auf die Suche nach Kairi begibt, nachdem die Herrscher seine Heimat überfielen. Das mysteriöse Schlüsselschwert zur Hand, dessen Geheimnis noch ungelüftet ist, kämpft er wacker gegen die dunklen Macht der Herrschaften an, die auf seiner Reise in Ungewissheit den Weg versperren. Riku wohnte ebenfalls auf der Insel des Schicksals und war ein Freund und Rivale Soras. Er suchte stets das Abenteuer, denn das öde Leben auf der Insel langweilte ihn. Zusammen mit Zora und einem anderen baute er ein Floß, um die Welt zu erkunden. Seit dem Untergang der Insel fehlt von ihm jede Spur. Wir wissen nicht, wo er ist. Kairi lebte zusammen mit Zora und Riku auf der Insel des Schicksals. Zu dritt baut sie ein Floß, das ihr Abenteuer ins Ungewisse enden sollte. Ein gewisses Unbehagen schien sie jedoch kurz vor der Reise zu plagen. Nach dem Untergang der Insel fehlt auch von ihr jede Spur, obwohl der schwache Lichtschimmer in ihrem Herzen Sora zu ihr führen wird. Mal sehen. König Mickey! Da haben wir nicht beim Bild von. König auf Schloss Disney, Walt Disney, spürte die böse Macht, die von der hereinbrechenden Dunkelheit ausgeht und brach auf, um Nachforschungen anzustellen. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Er scheint das Geheimnis des Schlüssels zu kennen und beauftragt Donald und Goofy, den Meister des Schlüssels zu finden. Donald Duck! Hofzauberer im Dienst des Königs, erfahren im Umgang mit Magie, aber oft unbeherrscht und stur. Ja, so ist er halt. Er und Goofy sind im Gummichat auf der Suche nach König Mickey und begleiten Sora, den Meister des Schlüsselschwertes, wie König Mickey es befohlen hatte. Die
kluge kleine Henne. War der erste Auftritt von Donald Duck, das war irgendwas um die 50er, 60er Jahre herum. Goofy, Hauptmann der Ritter am Hofe. Ein friedlicher Geselle, der nur ungern kämpft, obwohl er Ritter ist. Gemäß seines Ritterkodex steht bei ihm die Treue zu seinem König an erster Stelle. Ist mit Donald im Gummichat unterwegs, um König Mickey zu suchen. Den Befehl seines Königs befolgend, schloss er sich dem Meister Schlüsselschwertes an, um so seinen König zu finden. 2 Wochen Ferien war der erste Auftritt bei Mickey Maus irgendwie mal. Minnie Maus! Die Königin auf Schloss Disney und Herrscherin in Mickeys Abwesenheit. Sie bat mich Jiminy Grille, Donald und Goofy. Ja, das schreibt der Jiminy, der macht es immer in der Ich-Form interessant. Donald und Goofy als Chronist zu begleiten. Sie macht sich große Sorgen um König Mickey und hofft, dass ihm nichts passiert. Erster Auftritt bei Mickeys Überraschungsparty. Daisy Duck. Die Freundin von Donald. Steht sogar hier. Sie hilft Minnie, während die anderen nach König Mickey suchen. Donald würde alles für sie tun. Nur sie kann diesen Hitzkopf abkühlen. Nur sie! Erster Auftritt bei Ein Tänzchen mit Daisy. Schade, dass da kein Ja dabei ist. Wäre interessant. Pluto. Mickeys treuer Hund, der mit seinen Herren durch dick und dünn geht und manchmal auch ziemlich stur ist. Pluto ist mit den anderen unterwegs, um Mickey zu suchen. Ob er mit seinen berühmten Spurnäsen seinen Herrn finden wird? Genau, was ist mit dem los? Dann haben wir eine Traverse zuletzt gesehen. Chip! Aus Chip und Zell Chap! Einer der Techniker bei Hof. Er hilft den Gummichat zu warten, der überall hinfliegen kann. Chip ist pfiffiger und ernsthafter als sein etwas begriffsstutziger und verspielter Partner Chap. Chip, Chip, Chip und Chap! Da, da, da! Chip, Chip und Chap! Ach, meine Güte, das war eine geile Serie. Techniker im Wartungsschiff für Gummichats, mit dem man so jeden... richtig gleicher Satz, ne? Verglichen mit dem ernsteren Chip geht Chap lackern alles heran. Tick, Trick und Track haben wir jetzt auch noch. Meine Güte, sind das viele Charaktere. Naja, erster Auftritt von Chip und Chap bei Chip und Chap auf hoher See. Das ist eine eigene Serie, Leute. Ich kann es nur empfehlen zu schauen. Obwohl, wann hast du das gesehen? Vor ungefähr 20 Jahren? So circa? Tick! Einer von Donalds 3 Neffen, Tick, der mit der roten Kappe, ist der Anführer, der Trick und Track sagt, wo es lang geht. Man erkennt ihn an seiner roten Münze. Erster Auftritt bei Kurzbesuch bei Donald. Trick! Ja, er ist der Spaßvogel von den drei mit der blauen Mütze. Und dann haben wir noch Drack. Ist, ja, das ist halt der gutmütige und unbekümmerte. Und aufmerksam. Und er ist der mit der grünen Mütze. Also rot, blau, grüne Mütze. Und hier haben wir Merlin aus Die Hexe und der Zauberer. Ein großer weißer Zauberer, der am Stadtrand von Traverse lebt. Merlin und weiß Zauberer und seine Freunde in der Kunst der Magie. Er hat eine geheimnisvolle Tasche, in die alles hineinpasst. Egal wie groß. Eigentlich zaubert er alles hinein, aber egal. Die gute Fee aus Cinderella. Eine mächtige, aber gutherzige Fee, die Zauberer und seinen Freunden hilft. Etwas zerstreut, aber ein Experte in Sachen Magie. Sie lehrt Zauberer und einen anderen Magie und gibt Tipps für die Reise. Naja, mit der werden wir später noch sprechen. Der Besen aus der Zauberlehrling. Dadam. Badam, 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 badam. Richtig geile Musik. Zauberbesen, die ein Eigenleben führen, hat der König Mickey herbeigezaubert. Sie machen sauber, halten den Gummichat in Schuss, erledigen Reparaturen und helfen im Haus. Sie sind sehr nützlich. Allerdings sollte man sie nicht mit einer Axt zerlegen. Leon aus einem anderen Spiel vor allem. Sein wahrer Name ist Squall Leonhard. Ein kühner Kämpfer, der die wuchtige Gunblade sein eigen nennt, floh in die Stadt Traverse, nachdem die Herzlosen seine Heimat zerstörten. Oh, armes Radiant Garden. Ne, warte, wie heißt das? Es war ein Garten. Wie hieß das? Bellamp Garden, danke. Fürs Einsagen. Und nennt sich seitdem Leon, um sich von seiner Vergangenheit zu trennen auf der Spur der Herzlosen. Traf er auf König Mickey, der seinerseits das Geheimnis des Schlüssels zu lüften versucht, aus der Chronik von Final Fantasy 8. Yuffie! Yuffie Kasagare, nein, Kasa, irgendwie Kasa. Sucht ebenfalls in der Stadt Traverse Zuflucht, nachdem die Herzlosen ihre Heimat in Schutt und Asche legten. Was? Ach du meine Güte. Stets gut gelaunt und fröhlich, lässt sie sich nie unterkriegen. Mit Aeris und Leon ist sie dem Rätsel des Schlüssels auf der Spur. Aus der Chronik von Final Fantasy 7. Aeris, Gainsbourg. Als kleines Kind flüchtet sie in die Stadt Traverse. Was? Was?
Hinter ihrer Gelassenheit verbirgt sich ein starker Wille und sie scheint von einer geheimnisvollen Prädestination geleitet zu werden. Brrr. Mit der sie eine mysteriöse Anziehungskraft auf andere auszuüben scheint. Mit Yuffie und Leon untersucht sie das Geheimnis der Herzlosen und des Schlüssels. Aus der Chronik aus Final Fantasy 7, natürlich. Sid Highwind! Ist in der Stadt Traverse ansässig und stolzer Besitzer eines Accessoireladens. Er ist nicht nur ein kompetenter Ingenieur, sondern auch ein begnadeter Pilot eines Rakete. Shinra Nummer 26 und so. Gummijets sind seine Spezialität. So ist es nicht verwunderlich, dass er mit einem selbst gebastelten Jet den Herzlosen entfloh und in der Stadt Traverse Zuflucht suchte. Auch aus der Chronik von Final Fantasy 7. Tidus! Der Kleine. Es gibt... Tidus Groß haben wir bis gar nicht gesehen, ne? Es kommt noch, es kommt noch. Ein Junge mit gesundem Selbstvertrauen, der vor Energie nur so strotzte, sah sich meist in allen überlegen. Auch er gilt als verschollen, nachdem die Insel des Schicksals in der dunklen Macht der Dunkelheit verschwand. Oh yeah. Aus der Chronik von Final Fantasy X. Richtig geiles Spiel. Selfie. Ein aktives und lebensfrohes Mädchen, das auf der Insel des Schicksals lebte. Ehrgeizig wie sie war, verlor sie höchst ungerne, aber oft zeigte sie auch von ihrer romantischen Seite. Nach dem Untergang der Insel fehlt auch von ihr jede Spur. Aus der Chronik von Final Fantasy 8. Wacka, 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 wacka! Der Blitzballspieler lebte wie Sora und die anderen auf der Insel des Schicksals. Wer jetzt fragt, was ist Blitzball? Das wird noch dauern, bis ich euch das erkläre. Unter Soras Freunden war er zwar der Älteste, aber in keinster Weise angeberisch, sondern war immer um das Wohlergehen seiner Freunde bedacht. Nach dem Untergang der Insel ist auch er verschollen. Aus der Chronik von Final Fantasy X. Oh yeah. Timogris! Als die Herzlosen ihre Heimat besetzten... Ach verdammt, wo war das nochmal? Flohen sie hastig in die Stadt Traverse. Sie sind gewiefte Schmiede, die verschiedene Items zusammenschmieden und ein neues Item kreieren können. Aus der Chronik von Final Fantasy 3. Stimmt, das muss ich ja auch noch machen. War doch was, ne? Und es sind hier noch sehr viele Charaktere, die noch dazukommen bei Charaktere 2. Da werde ich auch erst reingehen, wenn ich alle habe. Und hier sind auch die Herzlosen drin. Da werde ich auch warten, bis ich alle habe. Da stehen also alle Gegner drin, alle herzlose Leute, da steht alles drin bei diesem Buch. Ja, es ist interessant. Was? Wie lange hat es jetzt gedauert? 20 Minuten? Was zur Hölle? Okay, auf geht's zum Lotusheim, Leute. Damit wir etwas gemacht haben in diesem Part. Nämlich hier reingegangen. Jemand zu Hause? Was geht? Ein Kopf! Und eine etwas, ja, komische Katze. Hm. Wer bist du? Wer geholt? Arme Elish, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du was weißt, wer es getan hat, sag's uns! Sag's! Die Giegelkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles. Die Antwort der Schuldige, die Katze, alles liegt im Dunkeln. Alles. Warte! Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke, es ist ein Kindesbild, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig, es war eine Belohnung, wenn ihr alles findet. Jetzt war nicht die beste Belohnung, aber immerhin. Können wir ihr trauen? Vertrauen oder nicht vertrauen, ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Tschüss, Grinsekatze. Und ja, hier werden wir uns im nächsten Part umsehen. Ich glaube, das wird ein Spaß. Mhm, schöner Spaß.